Hallo alle zusammen. Ihr werdet es nicht glauben, aber heute werde ich für euch einen Striptease machen. Natürlich werde ich mich nicht selbst vor die Kamera stellen, sondern ich werde euch sozusagen blanko zeigen, welches jagdliches Equipment ich habe. Und zwar soll es heute um das technische Equipment gehen, also all das, was mit der Technik um die Jagd zu tun hat, was ich normalerweise zumindest in Auszügen auf dem Hochsitz mit dabei habe. Zuerst einmal will ich euch meine Knarre vorstellen. Es handelt sich um die Repetierbüchse Blaser R8. Das ist mein absolutes Lieblingsgewehr und ich bin froh, dass ich so viel Geld investiert habe und so lange gewartet habe, um mir ein gescheites Gewehr zu kaufen, weil ich mit dieser Waffe wirklich wahnsinnig zufrieden bin. Sie liegt nicht nur wirklich toll in der Hand, sondern man ist auch unheimlich schnell mit dieser Waffe, weil es sich um einen geradezu Repetierer handelt, bei dem man einfach nur den Kammerstängel nach vorn und nach hinten schiebt und sich so den klassischen Repetiervorgang spart, bei dem man den Kammerstängel nach dem Schuss nach oben machen muss, nach vorne, zurück und wieder nach unten. Also Blaser R8 ist auf jeden Fall ein Gewehr für schnelle und dumme Jäger, die einfach nur Ritsch-Ratsch nach vorn und nach hinten repetieren möchten. Dann seht ihr zwei Magazine, also einmal mein Originalmagazin, das ist das hier, ganz dekadent mit dem goldenen Abzug. Heißt zwar nicht, dass das Gewehr besser schießt, aber ich liebe das Ding irgendwie. Dann hast du hier ein Ersatzmagazin, das ist gut für Drückjagen. Du bekommst nämlich in dieses Magazin vier Schüsse rein und ein Schuss ist im Lauf. Das heißt, du kannst im Zweifelsfalle, wenn du eine Rotte hast, die sehr lang gezogen ist, also wo vielleicht nochmal zwei, drei Überläufer oder Frischlinge hinter der Hauptrotte hinterherkommen, sehr schnell das Magazin wechseln und dann sogar mehr als fünf Schüsse abgeben. Es kommt sehr selten vor, aber ist schon ein, zweimal passiert. Also echt ein ganz traumhaftes Gewehr, würde es auf jeden Fall wieder kaufen. Dann zoomen wir mal rein. Ich werde gleich mal das Gewehr drehen, damit man das Zielfernrohr besser erkennen kann. Bei dem Zielfernrohr handelt es sich um ein Swarovski Z6i 2 bis 12 mal 50 mit einem Leuchtpunktabsehen. Das hier ist das Zielfernrohr. Kann man jetzt ein bisschen schlecht sehen. Ich versuche es mal Richtung Kamera zu bringen. Hier oben sieht man den Turm mit der Verstellung. Also hier in der Mittelstellung ist der Leuchtpunkt nicht aktiviert und dann gibt es eine Aktivierung für das Tageslicht mit dem helleren Leuchtpunkt und eine Aktivierung für die Dämmerung oder für die Nacht in die andere Seite, wenn der Leuchtpunkt nicht so stark leuchten soll. Zum Leuchtpunkt werde ich auch gleich noch ein bisschen was sagen. Hier oben sieht man, wie die Vergrößerung ist. Also hier sieht man die verschiedenen Zahlen und kann hier also von zweifach als Drückjagdeinstellung hochzoomen auf bis zu zwölffach und kann so auch Wild, das weit entfernt steht, wirklich ziemlich nah ranzoomen. So, dann lege ich das Baby mal wieder ab. Was wichtig ist wirklich auf jeden Fall ein variables Zielfernrohr zu haben. Auch wenn man natürlich mit einem festen Zielfernrohr schießen kann, das Glas hier ist total perfekt, weil man damit sowohl auf dem Ansitz als auch bei der Drückjagd schießen kann. Das heißt, man kann wirklich auf der Drückjagd dann zweifach bis vierfach einstellen, um ein schön weites Sehfeld zu haben und auf dem Ansitz natürlich dann von zweifach bis zwölffach, wie es die Situation erfordert. Diese variablen Zielfernrohre haben nicht nur jede Menge Wild zur Strecke gebracht, sondern haben auch ganz vielen Stücken Wild das Leben gerettet. Nämlich dann, wenn Jäger auf den Hochsitz gehen und vergessen, die richtige Vergrößerung einzustellen. Es wird sicher auch dem einen oder anderen von euch schon so gegangen sein, dass ihr Wild auf einmal nicht ins Glas bekommen habt, weil ihr die Vergrößerung noch von einer anderen Aktion ganz hochgestellt hattet. Also wichtig, bei einer moderaten Vergrößerung anzufangen, beispielsweise bei der vier- oder sechsfachen Vergrößerung. Das Glas ist insofern auch besonders speziell und besonders gut, als dass das Glas ein sehr, sehr weites Sehfeld hat, also in etwa das gleiche Sehfeld, als wenn man ein Drückjagdglas ein bis viermal noch irgendwas, ein bis viermal 32 ist es, glaube ich, kaufen würde. Und so kann man dann mit einer Waffe und einem Glas alles machen. Drückjagd, Ansitz, alles geht. Beim Leuchtpunkt ist wichtig, dass wir den Leuchtpunkt richtig einstellen. Und gerade wenn du abends oder morgens sitzt,
heißt es, dass du oft innerhalb von 10, 15 Minuten den Leuchtpunkt nachstellen musst. Auch wenn kein Wild da ist, würde ich dir empfehlen, regelmäßig den Leuchtpunkt zu kontrollieren und auf die richtige Stufe zu dämmern, gerade dann, wenn das Licht sich schnell verändert, wie gesagt beim Morgen- und Abendansitz. Sonst kann es sein, der Leuchtpunkt ist auf einmal zu grell, weil es dunkler geworden ist von dem letzten Mal, wo du reingeschaut hast ins Glas. Der Leuchtpunkt blendet dich und dann musst du den Leuchtpunkt wieder runterdimmen und während du das tust, verschwindet die Sau wieder im Schilf. Auf jeden Fall darauf achten, regelmäßig beim Morgen- und Abendansitz und auch manchmal nachts nachzudimmen oder wieder aufzudimmen, je nachdem, wie es benötigt wird. Das ist also das Gewehr und das Glas. Dann zoome ich mal hier auf die linke Seite. Ich kann das jetzt alles wunderbar machen, da die Familie mal ausnahmsweise aus dem Haus ist. Da hat man Zeit, mal ein bisschen hier Spielereien zu machen. Das hier ist ein Halogen-Handwerfer mit einer LED-Leuchte. Der ist sehr, sehr schwer. Den nehme ich normalerweise nicht mit, es sei denn, also ich lasse ihn normalerweise im Auto, dass du dann, wenn du den Anschluss kontrollieren möchtest und mit der kleinen Lampe nicht genügend siehst, was mittlerweile gar nicht mehr der Fall ist, weil auch die kleine Lampe daneben extrem hell ist, dann könnte man mit diesem Riesenstrahler nochmal zurückgehen und schauen, ob man in dem besseren Licht etwas im Anschluss findet. Dann haben wir hier so eine kleine süße LED-Lampe, haben mittlerweile eine riesen Leuchtkraft, die Teile, ich liebe sie und sind super, um den Anschluss auszuleuchten und letztendlich auch ja, zu gucken, wo das Wild dann hingewechselt ist nach dem Schuss, also echt ein gutes Ding. Dann haben wir hier ein anderes Baby und zwar ist das ein Rotlicht von LEDWAVE und das, der Vorteil an diesem Ding ist, dass es rot leuchtet, ich zeige das mal. So. So, hier sieht man das. Diese Lampe leuchtet rot und kann von vielen Tierarten nicht so gut gesehen werden, wie das normale weiße Licht, das wir verwenden. Diese Lampe hier ist spitzenmäßig, wenn du deinen Hochsitz ausleuchten möchtest, weil du nach Patronen suchst oder schaust, wo du dein Butterbrot liegen hast und wenn du dich auf dem Weg zum Hochsitz befindest. Das heißt nicht, dass Wild dieses Licht gar nicht sieht, aber sieht das Licht weniger, es ist weniger störend, als wenn du diese klassische LED-Lampe hier verwenden würdest. Aus dem Grund habe ich zwei Lampen dabei, einmal die Lampe zum Ausleuchten des Anschusses und dann nochmal hier diese Rotlampe. Wenn ich mit dieser Rotlampe hier den Anschuss ausleuchte, habe ich das Problem, dass ich keinen Schweiß sehe. Weil in rotem Licht wirst du den roten Schweiß nicht sehen. Aus dem Grund habe ich beide Lampen im Regelfall mit dabei. Alrighty, dann kommen wir hier zum nächsten Ding. Das ist ein relativ billiger Entfernungsmesser von ProStuff, was auch immer. Also von der Qualität her muss man sagen, also jetzt wirklich nicht überragend, aber gut, um Entfernung auszumessen. Und gerade auf Drückjagden, wenn du das Vorhaltemaß aufgrund von der Entfernung berechnen möchtest, ist es wichtig, wenn du auf dem Stand stehst, die verschiedenen Entfernungen auszumessen. Natürlich kann man auch schätzen, aber das Ausmessen ist natürlich genauer. Und gerade dann, wenn du das Revier nicht kennst und die Landschaft auch anders ist als die Landschaft, wo du normalerweise jagst, dann kann es sein, dass man sich unter Umständen locker mal um 50, manchmal sogar auch um 100 Meter verschätzt. Also aus diesem Grund messe ich gerne meine Stände aus und messe auch gerne vom Hochsitz aus, wie weit dann entsprechend die Tiere, die Wildtiere weg sind, die ich erlegen möchte. Und das ist ein ganz tolles Ding. Nochmal kurz zum Ausmessen bei der Drückjagd. Man sollte wissen, dass man entsprechend der Geschwindigkeit des Tieres und entsprechend der Entfernung das Vorhaltemaß verändern muss. Das heißt, wenn ein Tier sehr weit von mir entfernt flüchtet, sagen wir 100 Meter, muss ich weiter vor das Tier schießen, um es zu treffen, als wenn es nur 50 oder 60 Meter weit weg ist. Und aus diesem Grund ist das Ding hier so wertvoll, weil ich dann mir im Vorfeld schon dazu Gedanken machen kann, wie weit ich vorhalte, wenn Wild an bestimmten Wechseln auftaucht. Das hier ist ein, ich meine, es ist ein Leica-Glas, genau, ein Leica-Tagesglas zum Pirschen. Das Ding hier, das liebe ich auch, weil es extrem leicht ist und sobald die Sonne aufgegangen ist, man damit ganz wunderbar schauen kann und nicht immer so einen schweren Klotz mit sich tragen muss, wie das Leica-Nachtglas hier auf der rechten Seite. Das Ultravid 8x50 ist es, meine ich. So. Das hier hat eine, das ist das... Was ist denn? Genau, das ist das Leica Trinovid Glas 10x25.
aufgrund des niedrigen Okulardurchmessers, das ist der Teil, der in die Richtung gerichtet ist, in die man schaut, ist es sehr lichtschwach. Das heißt, ich kann es nur tagsüber bei der Drückjagd benutzen oder abends, wenn es noch nicht zu dunkel ist, oder morgens, sobald die Sonne einigermaßen hoch ist. Tolles Ding, ich liebe das, hat glaube ich um die 400 Euro gekostet und war jeden Cent wert. So, next please. Das hier ist mein Nachtfernglas. Das ist ein Leica Ultravid 8x50. Ein ganz tolles Ding. Natürlich deutlich schwerer als das Tagesglas, aber immer noch leicht genug, dass man nachts damit pirschen gehen kann. Eine exzellente Bildqualität, eine tolle Auflösung, ein totaler Traum. Ich sage das nicht, weil ich jetzt Werbung machen möchte dafür, sondern weil es einfach zu meinem Equipment gehört und weil ich damit wirklich super zurechtkomme. Ich hatte früher ein Zeiss-Fernglas und als ich das allererste Mal durch ein Leica-Fernglas durchgeschaut habe, muss er dazu ehrlicherweise sagen, dass das Zeiss-Fernglas schon ein paar Jahre alt war, sicher 20, 30 Jahre alt. Das Leica-Fernglas hat dem Schneidfernglas so den Zeiss, den Schneid abgekauft, das war unglaublich. Okay, dann gehen wir weiter nach rechts. Hier ist ein Spektiv. Das ist ein Minox-Spektiv. Ich benutze es eigentlich relativ selten, aber das ist gar nicht verkehrt, wenn man tagsüber rehwild oder auch Hochwild wie Dammwild oder Hirsche, also Rotwild, auf weiter Entfernung ansprechen möchte. Das ist auch ein variables Spektiv, sodass ich relativ schnell das Wild dann auch gefunden habe. Also kann dann bei einer niedrigen Vergrößerung anfangen, um das Wild erstmal zu entdecken in dem Glas und kann dann letztendlich die Vergrößerung auf bis zu 50-fach, meine ich, hochschrauben. Ist eine gute Sache, gerade auch mal, wenn man halt das Wild etwas näher heranzoomen will, was weiter weg ist. Und vor allem der Einsatz ist tagsüber, weil du abends in der Dämmerung mit einer sehr hohen Vergrößerung schnell dann das Licht verlierst, also nicht mehr genügend siehst. Ob ich es mir heute nochmal kaufen würde, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Aber jetzt habe ich es gekauft und es ist okay, es dabei zu haben, gerade wenn man sich mal nicht so sicher ist, wie alt der Bock ist oder ob man wirklich den hier schießen soll. Dann kommen wir zur rechten Seite. Tada! Ein ganz altes, abgeschrubbtes Night Owl Optics Nachtsichtgerät. Hier sieht man, dass das Okular zugeklebt ist. Das macht man nämlich tagsüber, damit kein Tageslicht dort reinkommt und möglicherweise das System beschädigt, weil dieses Nachtsichtgerät für den Einsatz im Dunkeln gedacht ist. Nachts kann ich das dann abschrauben und dann kann ich das ganze Licht aufsaugen, das der Mond oder die Wolkendecke mir bietet. Ausgestattet ist das Ding mit keinerlei Vergrößerung, das heißt, man hat ein sehr, sehr weites Sichtfeld und einem Infrarotstrahler. Die Frage ist, wann benutze ich das? Benutze ich das natürlich auf der Nachtjagd, vorrangig auf Sauen. Und zwar hat es einen großen Vorteil, dass ich einen Infrarotstrahler anmachen kann. Nicht, dass man jetzt im Infrarotstrahler so viel mehr sehen würde, aber ich sehe die Lichter leuchten. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein einzelnes Stück vorhabe, im hohen Gras, wo ich normalerweise nicht sagen kann, ob Frischlinge mit dabei sind, dann werde ich in vielen Fällen durch die Hilfe des Infrarotstrahlers die Lichter, die Augen der Frischlinge sehen und werde sofort sehen, dass es sich um eine führende Bache handelt und natürlich dann den Finger gerade lassen. Das ist also wirklich ein entscheidender Vorteil. Man darf sich das allerdings jetzt nicht so vorstellen, als ob man mit diesem Infrarotstrahler, zumindest jetzt nicht bei diesem Gerät, die Nacht zum Tag machen kann. Es ist eine Hilfe und auch eine gute Hilfe, aber man darf davon nicht zu viel erwarten. Ein großer Vorteil liegt auch darin, dass dieses Gerät keine Vergrößerung hat. Dadurch kann ich eine sehr große Bildfläche innerhalb von wenigen Sekunden abgrasen. Aus dem Grund benutze ich das Nachtsichtgerät gerne, auch nachts im Winter zur Fuchsjagd, weil der Fuchs ja ziemlich schnell ist und relativ klein ist. Nicht wie die Sauen, die vielleicht dann sich direkt vor uns ins Gebräch stellen, ist der Fuchs da und gleich wieder weg. Und wenn ich jetzt mit einem Fernglas die Gegend ableuchte, was achtfache oder vielleicht sogar zehnfache Vergrößerung hat, dann ist mein Bildausschnitt aber sehr klein. Das heißt, möglicherweise schaue ich links rum und übersehe dabei den Fuchs, der vor mir läuft. Mit dem Nachtsichtgerät kann ich innerhalb von 2 bis 3 Sekunden einen 180-Grad-Schwenk machen und werde den Fuchs auf jeden Fall schneller sehen als mit dem normalen Nachtfernglas. Allerdings, wenn man 2 bis 3 Stunden durchschaut, kann man davon Kopfschmerzen bekommen. Also müsst ihr euch überlegen, ob ich der Fuchs das wert ist. Ich mache es auf jeden Fall gerne. In Kombination, ich nehme dann beides mit, also sowohl mein Fernglas als auch das Nachtsichtgerät. Das hier ist mein Gehörschutz. MSA Sordin heißt das Ding. Habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
bin ja ein ziemlicher Chaot und aus dem Grund ist mir das Teil auch schon 6 Meter vom Hochsitz runtergefallen, aus der Hand gefallen, auf den Asphalt gefallen. Also ich habe damit, glaube ich, alles gemacht, außer damit in die Badewanne zu gehen. Und das Ding taugt wirklich immer noch. Also jetzt 4, 5 Jahre nachdem ich es gekauft habe, funktioniert es immer noch sehr gut. Ich bin damit echt sehr zufrieden. Ja, wichtig, um letztendlich, es ist auf jeden Fall auch ein Aktivkopfhörer. Das heißt, du kannst ihn aufsetzen, wirst dabei auch hören. Also die Geräusche werden nicht absolut gedämmt wie bei einem klassischen Gehörschutz. Ich kann dir auch mal so einen klassischen Gehörschutz kurz beiholen. Das hier wäre so ein klassischer Gehörschutz, der alle Geräusche wegfiltert, der uns aber nicht hören lässt, wenn das Wild kommt. Jetzt gibt es bei dem Teil einen Trick. Also, auch wenn man natürlich damit hört, empfehle ich normalerweise, ihn anzumachen, ihn über die Ohren zu ziehen und dann zieht man ihn einfach so weit über die Ohren, dass die Ohren wieder frei liegen. Weil ich das Gefühl habe, dass du auch mit diesen Proaktivkopfhörern meistens nicht genau hören kannst, wo das Wild herkommt. Und dann warte ich, bis ich das Wild höre und sobald ich sehe oder vermute, aus welcher Richtung es kommt, ziehe ich die Kopfhörer einfach wieder über die Ohren runter, sodass ich sie schnell wieder auf den Ohren drauf habe, ohne sie vorher absetzen zu müssen. Dann gibt es noch eine ganz wunderbare Erfindung für alle nicht so hart gesottenen unter uns, und zwar die beheizbaren Fußsohlen. Die liebe ich im Winter, weil die Füße sind häufig der Schwachpunkt des Jägers im Winter, weil dann die Kälte von unten hochzieht und mit diesen Wärmern, elektrisch beheizbaren Fußwärmern, ist man wirklich, wenn man sich Teile kauft, die eine hohe Qualität haben, wirklich lange gut dran. Also kann bis zu 6 Stunden mit warmen Füßen sitzen. Das Ding hier in dem Fall ist von Thermik, hat ein abartiges Geld gekostet, ich glaube fast 300 Euro, aber es war wirklich jeden Cent wert. Jetzt kommt der letzte Schwenker auf mein Handy. Handy auf dem Hochsitz ist zwar unromantisch, aber sehr hilfreich. Wenn ihr jemand anrufen müsst für die Nachsuche, wenn ihr vom Hochsitz fallt, wenn ihr mit einem Kollegen draus sitzt, der vielleicht einen halben Kilometer weiter sitzt und ihr kommunizieren wollt, wenn du gewisse Apps anschauen willst, wie Revierwelt oder dergleichen, dann ist das Handy auf jeden Fall das Maß der Dinge. Und ihr habt die Handykamera drauf, damit könnt ihr dann gleich Fotos machen von dem Wild, das ihr erlegt habt. Finde ich auf jeden Fall super. Also ist zwar ein bisschen unromantisch, aber ein Handy dabei zu haben, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und damit kann man auch den Hochsitz ausleuchten, wenn man auf Utensilien, nach Utensilien auf dem Hochsitz sucht. Das ist das ganze technische Gerät. Das heißt natürlich nicht, dass ich jedes Mal alles komplett mitnehme, aber einen Teil davon im Regelfall. Also im Regelfall habe ich auf jeden Fall eine LED-Taschenlampe mit dabei. Häufig ein Entfernungsmesser, mein Nachtzielfernrohr, mein Telefon. Der Gehörschutz darf auch niemals fehlen. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, immer den Gehörschutz mitzunehmen. Sonst kann man echt einen Hörsturz bekommen, Tinnitus und ganz viele fiese Sachen. Aus dem Grund wirklich da keine Scheu bitte, eure Ohren entsprechend zu schützen. Das Gewehr nehme ich auch in den meisten Fällen mit. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn man daran denkt, es mitzunehmen. Ersatzmagazin nehme ich nur auf Drückjagden mit, auf dem Ansitz normalerweise nicht. Und das ist das Equipment. Jetzt haben wir fast 20 Minuten geredet, kaum zu glauben. Das ist das, was ich im Laufe der letzten Jahre so angesammelt habe, was sich für mich als sehr erfolgreich bewährt hat. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, es mit anzuschauen. Vielleicht war es auch für den einen oder anderen etwas lehrreich gewesen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen tollen Abend. Einen tollen Tag und natürlich immer guten Anblick, einen ruhigen Finger und die richtige Einstellung zur Kreatur. Also, bis dahin.